Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Was ist das größte Desaster in unserer hochtechnisierten Welt? Richtig, Kopfhörer. Ich meine, die Grundidee bei Kopfhörern ist super. Du hörst Musik statt das dumme Gelaber von deinem Gegenüber. Also wenn dich im Bus eine anquatscht, dann zeigst du einfach auf die Kopfhörer, zuckst mir die Schultern und sagst, tut mir leid, hör nix. Gell? Aber die Patente für diese Mistdinger gehören geschreddert oder zumindest gründlich überarbeitet. Typ 1, die Ohrstöpsel mit Kabel. Ständig verknotet und der beste Beweis für die Existenz böser Mächte. Ich schwöre, ich leg die Dinger nach Gebrauch ordentlich in die Nachttischschublade. Ich mach nix. Ich guck die nicht mal an. So, dann machst du nach 3 Tagen die Schublade auf. Knoten des Todes. Ein Wirrwarr. Wie früher das Labyrinthrätsel auf der Kinderseite von der Hör zu. Zum Entfriemeln bräuchtest du eine Woche Urlaub. Und dann Typ 2. Die kabellosen Stöpsel. Sehen so aus wie die Offsets von einer elektrischen Zahnbürste und die musst du, also ich zumindest, ich muss sie säckeweise kaufen, weil ich verliere die in Sekundenbruchteilen. Die fallen mir in irgendeine Sofaritze oder lande versehentlich im gelben Sack. Aber meinst du, ich dödel merk, wenn ich plötzlich nur auf einem Ohr Musik höre? Vergiss es! Ich hab schon überlegt, ich steck mir wirklich Zahnbürste-Offsets in die Ohren. Gut, da kann ich jetzt keine Musik mehr mithören, aber wenn ich die so vorsichtig ein bisschen drehe, dann spar ich mir wenigstens die Wattestäbchen. Ah, hör mir auf mit Kopfhörern. Also ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Guten Morgen Hessen mit FFH-Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.